Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Nachdem ich hier an den betrunkenen Gleisen in Istrien war, dachte ich mir, jetzt wird es allerhöchste Zeit für eine Erfrischung. Ich erinnerte mich 2019 mal in Istrien an einem Wasserfall gewesen zu sein, wo man auch reinspringen konnte, wo da wie so ein bisschen eine Höhle war, und dachte mir, jetzt guckst du mal, was hier so in der Nähe ist. Hab also gegoogelt und hab auch was gefunden. Hier erstmal ein paar Archivaufnahmen von damals. Und ja, ganz altes Handyvideo, wie ich hier in das Wasser springe. Ja, gefunden habe ich dann diesen Sopor-Wasserfall. Kaum eine Menschenseele hier unterwegs. Das Wasser hatte ganz angenehme Temperaturen, war auch sehr erfrischend. Also bin ich hier eine Weile geblieben und war erstmal ausgiebig baden. Gut, wenn man ins Wasser reingeht, es ist doch ein bisschen lehmhaltig der Boden. Man rutscht in dem Schlick doch mal leicht aus. Aber wenn man da ganz vorsichtig macht, es wird ja dann auch gleich tief. Also es sind nur die ersten paar Meter, wenn man ins Wasser will. Aber es ist ein wunderbarer Fleck hier in der Natur. Und da mal Mutterseelen allein mal ein Bad nehmen zu können, ist natürlich auch eine tolle Sache. Strand ist natürlich nicht viel vorhanden, ist alles ziemlich zugewachsen. Aber für einen kleinen Badestopp, denke ich mal, ist es völlig ausreichend gewesen. Ein paar Norweger hatte ich hier getroffen, die sind nicht baden gegangen, weil sie im Wasser eine Schlange gesehen haben. Aber naja. Ja, dann ging es nochmal hoch auf den Utschka. Ja, von diesem Berg hier, der Vojak, hat man natürlich eine wunderschöne Aussicht. Tja. Und danach ging es dann weiter Richtung Belebitska Bieszewica. Hier nochmal ein Rundumblick aufgenommen von diesem kleinen Steintürmchen, genannt Vojak, also Soldat. Nehme ich mal an, dass das übersetzt so heißt. Ja. Dann gab es noch einen ganz kurzen Zwischenstopp bei einem Aussichtspunkt. Ja, und dann ging es auf den Belebitska Bieszewica, wo auch eine Relais-Radarstation steht aus Zeiten von Jugoslawien, aber dazu mehr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!